In der Krippe verdichtet sich, was vom tiefsten Grund her die alles durchdringende Wirklichkeit ist. Hier und genau hier, in dem Augenblick, in dem das Kind in diesem Futtertrog liegt, wird sichtbar, was der Grund aller Wirklichkeit ist. Im ersten Buch der Bibel, zu Beginn des Buches Genesis, heißt es: Gott sprach und so ist alles geworden. Der Prolog des Johannesevangeliums lässt uns noch einmal tiefer erfahren, was der Anfang von allem ist. Gott ist nicht nur Urheber und Schöpfer, schenkend, gebend. Vielmehr ist derselbe eine Gott auch das Wort, die Weisheit, der Grund, in dem allem gegenwärtig ist, empfangend und zu eigenem berufen. Dieser Anfang ist mehr als ein zeitlicher Beginn. Gott ist grundlegend mehr als nur ein erster Beweger, der mich ins Dasein befördert, so wie man einen Ball mit einem kräftigen Tritt ins Spielfeld schießt. Nein, Gott, das ist der vom Anfang her gegenwärtige Gott, sowohl gebender wie empfangender in seiner Welt gegenwärtig. In Gott ist mein Ursprung gegenwärtig. Gott ist Liebe. Die Welt geprägt durch ihren Anfang und Ursprung. Im Anfang war das Wort. Das Gegenstück dazu ist die Vorstellung, man müsse alles wie eine Leiter oder wie Stufen sehen, auf denen wir immer weiter, immer höher, Raum um Raum durchschreiten und das Frühere hinter uns lassen. Die Maxime lautet dann: Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Dieses Gedicht wird so gerne zitiert, dass jedem Anfang ein Zauber inne wohne. Es klingt so verlockend, den Anfang immer dann hinter sich zu lassen, wenn er wie ein Kaugummi den Geschmack verloren hat. Der Anfang. Dankbar als geweste Erfahrung, aber auch als nichts, das mich für die Zukunft bindet. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist die große Selbstentschuldigung, um einen Menschen zu verlassen, wenn dieser für meine Selbstverwirklichung ausgedient hat. Ich selbst müsse doch nun bereit sein, mich, wie es im Gedicht heißt, in andere neue Bindungen zu geben. Ob Hermann Hesse mit solcher Selbstverwirklichungspoesie glücklich wird, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es gibt immer die, die zurückbleiben, denen der Bund aufgekündigt wurde, die ausgedient haben und nun entsorgt werden.
Eigentlich macht das die ganze Epoche der Neuzeit und geht mit den ganzen Epochen vor sich selbst so um. Sie sieht alle Zeiten vor ihr als ausgedient habende Vorbereitung ihrer selbst. Das Gegenstück. Im Anfang war das Wort. Und dieses Wort ist Mensch geworden und hat unter uns gewohnt, und in ihm ist der Anfang bleibend gegenwärtig. Mit der Menschwerdung hat Gott einen bleibenden Ausdruck gefunden und vollzogen, der im Anfang aller Schöpfung grundgelegt ist. Gott bindet sich an seine Schöpfung. Diese Welt ist bleibend Gottes Eigentum und Gott gehört zu ihr. Und das ist Leben. Gott wird Mensch und allen, die ihn aufnehmen, gibt er Macht, Kinder Gottes zu werden. Nicht indem wir den Anfang hinter uns lassen, sondern indem wir ihn annehmen und umarmen, wie man ein neugeborenes Kind umarmt, können wir diesen Anfang in uns aufnehmen und darin wachsen und immer mehr diejenige werden, die uns zu werden unsere Berufung ist. Das ist Liebe. Aus der Kraft des Anfangs treu zu sein. Wenn Weihnachten gelungen ist, dann haben wir in diesen Tagen uns wieder in Dankbarkeit des Anfangs erinnert. Dann haben wir den Geschmack der ersten Liebe und Begeisterung wieder geschmeckt und den Geruch der Geborgenheit gespürt, die uns bleibend umgibt. Das ist etwas völlig anderes als der bloß romantische Rückblick auf bessere Zeiten und glückliche Momente. Der armselige Stall von Bethlehem strahlt keine glücklich sorgenfreie Kindheit aus, aber gerade hier, in dem Kind, das sich ganz den Menschen ausliefert, liegt bleibend der wahre Anfang der Welt, der sich schenkende Gott, Gott, der bleibt. Woher wir das wissen? Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Amen.